Herzlich willkommen zu FIFA 19. Bin auch mal wieder am Start, so wie immer. Und heute geht es mal wieder in die UEFA Champions League. Wir wollen nicht lange schnacksen, also gehen wir auch gleich rein. So. Also, was ist heute zu erzählen? Ja, denn die Gruppenphase komplett abgeschlossen gehabt. Und sind auch ins Achtelfinale gekommen. Und heute ist das Rückspiel Liverpool gegen RC Benfica. Im Hinspiel ging es leider mit einem 1 zu 1 aus, aber dieses Mal werden wir das Rückspiel absolut für uns gewinnen. Und wir werden auch uns richtig stark anstrengen dafür. So. Wir gehen kurz auf unsere Mannschaft. Und ja, stellen ein bisschen um, weil wir brauchen jetzt richtig viel Power. Dafür werden jetzt richtig die Mannschaft wieder richtig auf Vollpower aufgestellt. Also, das wird jetzt richtig hart, das Spiel. Also, wir dürfen nicht verlieren. Das Rückspiel. Und ich hoffe, ab allang ein kleiner Schluck auf. Wir schaffen auch dieses Spiel für uns zu gewinnen. Also, Team steht perfekt aufgestellt. Also wird das auch für uns was bringen. Also wir wollen nicht lange schnacksen. Also rein ins Rückspiel Liverpool bin SL Benfica. Hier von links nach rechts. In den roten Trikots und Benfica in den weiß-schwarzen Trikots. So ist unsere Aufstellung. Noch eine kleine Trainingssession und dann geht's richtig los. Wolf Fuß und Frank Buschmann, die Kommentatoren. Hallo, liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie zum Rückspiel im UEFA Champions League Achtelfinale. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute Ihre Kommentatoren. Es kann losgehen. Und in der heutigen Partie heißt es Liverpool gegen Benfica Lissabon. Wir lassen uns erstmal schön von der Musik beeindrucken.
So, und das war die große UEFA Champions League Musik. Und ich muss noch dringend was rein besprechen in diesem Rückspiel. Das Hinspiel war ja ein 1:1 ausgegangen, aber dieses Mal müssen wir uns sehr doll anstrengen oder wir können uns von der Champions League verabschieden. Aber dieses Mal wird es ein hartes, dramatisches Spiel. Und hier wird nochmal ein Grummfoto gemacht. Aus Sicht der Fans natürlich die richtige Entscheidung. Die wollen kein neues Stadion. Die wollen hier bleiben. Die wollen weiter diese unglaubliche Atmosphäre genießen. Und ich bin auch sehr gespannt, dass wir es schaffen. Das FC Liverpool liegen auch schon wieder eine ganze Weile zurück, aber man hofft bei den Reds, dass man nun vor einer neuen goldenen Ära steht. Der Verein hat zuletzt alles richtig gemacht. Ich glaube, die werden uns in den nächsten Jahren noch einiges zeigen. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und Klopp ist auch sehr gespannt. So sieht also die Startformation von Benfica aus. Kurze Einschätzung zu ihrer taktischen Ausrichtung heute. Wir sehen hier ein 4-3-3 und klar, das wird viel über die Außen, viel über die Flügel gehen. Da ist jetzt Platz. Fabinho. Shaqiri. Super Pass! Lange Flanke jetzt! Und da ist das Tor für Liverpool! Mani! Das Tor ist hier! Das macht man ganz so. Rüber geflankt und zack, braucht man ihn nur noch den Fuß ranhalten und Hans! Da war das Tor! Dachte, der Torwart mit der Nummer 99 keine Chance gab. Und Mané ist ein Tor des Rückspiels. Der fünften Minute. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Nun Jonas. Und Salvio. Pizzi. Da passt er auf. Mohamed Salah. Klasse Aktion, Ball. Schwierig, er fällt ab und es geht abseits. Wenn da recht hatte. Oh ja, genau, da hat der Schiedsrichter recht gehabt. Fuß war ein bisschen zu weit drin. Mané. Das hat der Schiedsrichter richtig gesehen. Es gibt Freistoß. Für das Spiel wird wann die Jück hat die gelbe Karte kassiert. Der Kapitän mit der Kapitänsbinde sieht die gelbe Karte in der 11. Minute. Das könnte fast die Chance sein für Benfica, Tor zu machen. Aber wir wissen alle, dass manchmal auch Glück und Können dazu zählt. So, er wird den Ball reinbringen und was kann daraus entstehen? Der Ball kommt. So erstmal geklärt nach dieser Eingabe. Aber es ist nichts geworden. Mohamed Salah. Jetzt Shaqiri am Ball. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Partie ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Pizzi. Andrea Šivković. Er geht dazwischen und verhindert die Flanke. Shaqiri.
und Firmino. Mané. Sie suchen die Lücke. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert. Die Zuschauer sind sehr gespannt. Mané. Ballbesitz ist weg. Jetzt müssen sie dranbleiben. Stark aufgepasst. Die Gefahr erst noch vorbei. Pizzi. Fabinho. Herr Shaqiri. Und Firmino. Mané. Und damit sind sie am Ball. Almeida. Tja, aber wir haben mehr Glück. Gar. Salvio. Jetzt ist es vorbei. Schlecht verteidigt. Schießt ihn rein. Jetzt vielleicht. Er geht abseits. Ha! Genau in den rechten Abseits zu pfeifen. Genau hier. Van Dijk. Matip. Wijnaldum. Shaqiri. Mohamed Salah. Sie holen sich den Ball. Im Mittelfeld. Salvio jetzt. Und jetzt gehen die auf Flügelhöhe. Alisson. Lusson hat den Ball gehalten. Premiere. Super dazwischen. Mané. Roberto Firmino. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Chance, aber nicht präzise genug. Jetzt. Auf außen ist jetzt Platz. Jetzt die Flanke. Gut abgefangen dieser Ball. Ja, es war schon mal hier. Jonas. Andrea Šeševičius. Und jetzt die Chance. Das macht er auch gut. Den Ball hat er. Almeida. Faiza. Herzalvio. Hereingabe jetzt. Gut aufgepasst. So wird das hier nicht. Jetzt vielleicht. Souverän gemacht vom Torwart. Alter, war das krass. Knapp. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Der Ball ist weg. Gibt's jetzt einen Gegenangriff. Pizzi. Andrea Šeševičius. Almeida. Faiza. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Gute Möglichkeit. Ich bin ein bisschen auf harte Gefahr. Und er hat den Ball. Mané. Fabinho. Nun Firmino. Trent Alexander-Arnold. Guter Pass, du machst das Spiel breit. Ja, Einwurf für Liverpool. Hä? Eigentlich müsste Liverpool Einwurf kriegen. Andrea Šeševičius. Pizzi. Almeida. Faiza. Ich hatte den Ball nicht ausgeschossen. Das könnt ihr mir glauben. Und da ist der Ball wieder weg. Könnte was werden. Und da, das 2-0 für Liverpool. Alles gepasst. Roberto Firmino. Ein grandioses Tor. Ein grandioses Schuss aus dieser Entfernung. Keine Chance. Der Pass hoch wieder zu Roberto Firmino und der braucht nur richtig voll raufgeschmettert. Und was für ein Hammer er ausgepackt hat. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein.
Sein fünftes UEFA Champions League Tor. Roberto Firmino. 2 zu 0 bisher spielen sie hier ohne große Probleme. 3 Minuten Nachspielzeit hat sie gegeben. So 3 Minuten drauf. Ah, okay. Der Stein ist gefährlich, Firmino. Money! Er pariert hier, dabei bleibt ein Spiel. Einwurf. Und die Liverpooler Fans drehen richtig am Flippen. Mohamed Salah. Jetzt die Flanke. Kapell und Tor! Das 3-0! 3-0! Gutes Timing! Den muss der erstmal so machen. Super Kopfball, ein klasse Tor. Money! Sein zweites Tor im Rückspiel der UEFA Champions League. Absolut Granades. Und da haben wir es nochmal, das Kopfballtor, Tuschi. Ja, Wolf, da hat es gepasst. Aufmerksam vorbereitet, kühl verwandelt, klasse. Einfach nur Applaus. Mann, nee. Sie können sich hier weiter Doppelpack. Mit diesem 3 zu 0. Halbzeit. Die erste Hälfte haben sie komplett verpennt. Drei Treffer müssen in Durchgang 2 aufgeholt werden. Und mit dem Resultat, nach 45 Minuten, sind sie aus dem Turnier. Wären sie aus dem Turnier. Wir bleiben hier mal noch konjunktiv. Und es sind noch 45 Minuten zu spielen. Yep. Halbzeit auch bei Manchester City gegen AS Rom 1-0 steht es da, und bei uns in unserer Partie 3-0 für Liverpool gegen SL Benfica. So, und wir wollen auch nicht lange mit der Pause durchziehen. Also rein in die zweite Halbzeit. Benfica hat hier noch mächtig was aufzuholen zu Beginn der zweiten 45 Minuten dieses UEFA Champions League Rückspiels. Es scheint fast aussichtslos. Ja, sehr aussichtslos. Sie müssen schneller spielen, dann können Sie die Defensive überraschen. Denn Liverpool braucht nur ganz ruhig sich zu entspannen, aber nicht die Chancen zu vernachlässigen. Herr Reinger, etwas später und er ist frei durch, aber so ist es abseits. Na, das wäre eine gute Gelegenheit gewesen, aber abseits natürlich die richtige Entscheidung gewesen sein. Das war abseits, genau richtig entschieden. Und Salvio. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem sicher. Wieso pfeift er? Ich habe ihm nur den Ball weggenommen. Mit dem Fuß. Also Herr Schiedsrichter, da liegen Sie wohl mit der Entscheidung wirklich falsch. Pfosten. Da kann man aber wirklich sagen, dass das Vorsehen war. Aber trotzdem, wo ich versucht habe, den einen Spieler den Ball aufzunehmen, das war doch kein Foul. Und Firmino. Warum der Schiedsrichter da gepfiffen hat, ich verstehe es nicht. Obwohl ich nur den Ball berührt habe. Zwei Tore hat er schon auf dem Konto, man liegt vorne, also so kann es natürlich weitergehen. Und er ist ein Hauptgrund für diesen Spiel. Da kommt der Schuss! Der Ball ist drin!
Anschlusstreffer. Die beiden scheinen sich ja blind zu verstehen. Flanke, Abnahme, drin das Ding. Flanke, also ich sehe das mehr als Flachschuss als eine Flanke. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3:1. Aber trotzdem werden wir dieses Spiel nicht verlieren. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Mohamed Salah. Mein Auto. Ja, Shaqiri. Super gemacht von Pogba. Und Ecke geht für Liverpool. Da musste der Torwart schon sein Können einsetzen, um den Ball zu kriegen. Shaqiri, der Reingabe kann gut, aber der Ball ist erstmal weg. Fabinho, Van Dijk, Jonas, super dazwischen gegangen, halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Früh wird er jetzt gestört, da passt er auf, Mohamed Salah, die Chance, der Ball, der Torwart hat den Ball. Salvio. Das ist ein Foul, Freistoß. Okay, es kriegt mich gar nicht auf. Ja, der Trainer hofft natürlich, dass das jetzt nochmal zwischen den... Da tritt er den Fair vom Ball. Shaqiri. Mané. Mohamed Salah. Ronaldo. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Jonas. Matip. Mohamed Salah. Mané, Van Dijk und Firmino. Shaqiri. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball, Mané, die Chance. Und da, 4-1. Das war schon sein drittes Tor. Eine Spitze, schön ausgekontert. Und drin war die Kugel. Mané's Dreierpack. Und die Liverpooler Fans. Eng, alles. Die Fäuste nach oben. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Absolut. Präzise. Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft. Das müsste es doch eigentlich jetzt sein. 71. Minute, das Tor. Viertes UEFA Champions League Tor für Mané. Benfica macht noch einen Wechsel. Aber wir wechseln auch mal. Mané bleibt. Roberto Firmino. Na, sehen alle noch gut aus. Außer hier Wijnaldum. Mit runtergenommen. Dafür kommt Markovic. Habe ich jetzt den richtigen? Ups, doch nicht Markovic. Anderson kommt drauf. Habe gerade mich verquatscht. Rechter Verteidiger. Noch gut aus eigentlich. Aber trotzdem. Zwei Wechsel. Salah bleibt hinten. Ja, das sieht gut aus. Und weiter geht's. 4:1.
Ein neuer Mann macht sich bereit. Jürgen Klopp will da jetzt wechseln. Ja. Jorginho Wijnaldum verlässt den Platz und John Henderson kommt rein, ein Mann, der immer sofort gespielt hat. Pizzi. Ferreira. Rafa. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Und nun ein Schuss. Der Ball fliegt über das Tor, dabei sah der Schuss zunächst ganz ordentlich aus. Naja. Er kam aber ein bisschen zu hoch. Chance vertan. Grimaldo. Hier diesen Pass, weg ist der Ball. Die Innenverteidiger sollen sich ins Angriffsspiel einschalten. So deutete ich das Zeichen des Trainers. Du, Kuschichi? Ja, ganz genau, Wolf. Das ist natürlich mutig, denn werden sie auch hinten anfällig. Sie holen sich den Ball. Schöne Aktion. Da schickt er den Spieler. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Jetzt schießt er! Der Schuss war nicht besonders weit vorbei. Noch Glück gehabt. Weiter Abschluss des Torwarts. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Mané. Roberto Firmino. Und jetzt Shaqiri. Und Firmino. Jetzt liegt's vor. Das könnte die Gelegenheit geben. Und 5-1 für Liverpool mit Klasse ausgespielt. Fetterwucht reingeknallt, die Kugel. Also das war ein Hammer, den man nie vergessen würde. Mit diesem Liverpool. Spieltreffer werden sie durchpushen. Aber Vorsicht, Wolf, noch ist die Partie nicht vorbei. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Das war Shaqiris grandioses Tor für Liverpool. Ja, er kann natürlich zufrieden sein mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. 92. Minute, sein viertes UEFA Champions League Tor. Und wer weiß, ob das schon alles war. Almeida. Rafa. Ferreira fängt diesen Ball ab. Wird's jetzt gefährlich? Der Angriff wird was werden. Abpfiff, Abseits. Salah stand im Abseits. Ein bisschen zu früh losgespurtet. Wäre ein bisschen oberhalb gewesen, dann wäre nicht im Abseits gewesen. Also mehr rechts oval. Und das ist der Ballverlust. Da ärgern Sie sich, Ballverlust. Da kommt der Pass. Klasse gespielt, guter Startpass. Schuss. Und da ist es 2 zu 5. Aber das ist nur noch Kosmetik, was sie da machen. Nur noch Kosmetik. Da kann man nur sagen, Kosmetik. Ja. Hätte der Torwart sich nur hochgestreckt, dann hätte er den Ball halten können. Ja, Nummer 19 war der Torschütze. Mittlerweile steht es 5-2. Fabinho, Van Dijk, Henderson.
Reguläre Spielzeit ist oben, aber es gibt 4 Minuten oben drauf. Ja, ich glaube, Sie wollen jetzt auch gar nicht mehr angreifen. Sie sind zufrieden mit dem Ballbesitz und zufrieden mit dem Resultat. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Da ist die Flanke. Das sah gefährlich aus, aber der Ball ist also weg. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Rafa am Ball. Da kommt die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist er rausgeköpft aus dem 16er. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Na, keiner kann was aus der Flanke machen. Shaqiri rettet den Tag. Das Spiel ist beendet. Wie schätzt du den heutigen Auftritt von Sadio Mané in diesem Spiel ein? Er hat drei Tore erzielt. Sadio Mané, 4 Versuche, 3 Tore, grandios. Und die Fans hält es nicht mehr auf den Tribünen. Sie feiern ihre Mannschaft, die hart gekämpft hat, um ins Viertelfinale zu kommen. Ein hartes Stück Arbeit war es gewesen, aber sie haben es trotzdem geschafft. Unfassbar, der Pass, ein überragendes Tor, da hat alles gepasst. Ja, absolut grandios. Mohamed Salah. Jetzt die Flanke. Er macht das Tor. Klasse Kopfball. Ja. Hinspiel 1-1 gewesen. Aber Rückspiel mit 5-2 gewonnen, also Endstand 6-3. Also das war ein hartes Stück Arbeit. So. Hier nochmal die Spielinfo. Wir haben insgesamt 5 Tore gemacht. Benfica 2. 8 Schüsse. Die Gegner 9. 8 auf Tor, 5 auf deren Konto. Ballbesitz 48. Die Gegner 52. Wir 7. 2 Kämpfe. 9. Kämpfe haben die, Fouls haben wir 3, warum? Den ersten verstehe ich ja noch, den zweiten bisschen unlogisch, aber der dritte, der hätte nicht sein brauchen. So, dann ein Foul für Benfica, eine gelbe Karte für Benfica und wir auch eine gelbe Karte. In Abseits standen wir 3-mal, Benfica nur 1-mal und eine Ecke. Zu 100%ige Tor. Schussgenauigkeit 55, Benfica 86, Passgenauigkeit wir und 85, Benfica. So, absolut grandios. Und das Spiel Manchester City gegen AS Rom ging 2-1 aus. Das heißt, Gesamtspiel 3-1 für Manchester City und die nächsten Partien, die danach noch laufen sind. Atletico Madrid gegen Galatasaray oder wie man es aussprechen soll und FC Bayern München gegen Neapel. Holla die Weiche. Dann noch stehen Manchester United gegen Dortmund. Da ging das Spiel für Dortmund aus mit 1-0. Real Madrid gegen Juventus Turin. Da ging das Hinspiel mit 2-1 aus. Inter Mailand gegen Olympique. Da ging das Spiel für Inter Mailand mit 2-0 aus. FC Porto gegen Tottenham. Da ging es für Tottenham mit 2-1 aus. Und diese Partien laufen denn noch. Und dann werden wir sehen, wer im Viertelfinale steht.
Und hier ist die Auslosung des So, wir schauen uns die Ergebnisse erstmal an. Bayern gewinnt 3:1 gegen Neapel. Gesamt 5:2. Atletico Madrid gegen Galatasaray mit 2:0. Manchester City gegen AS Rom 2:1. Wir gewannen 5:2 gegen SCL Benfica. Manchester United verliert. Verlierte ja das Hinspiel gegen Dortmund. Das Rückspiel gewannen die mit 2:0 gegen Dortmund. Also Gesamtsieg 2:1. Real Madrid leider rausgeflogen. Hinspiel leider nicht so gut gewesen. Gesamtspiel 3:4. Juventus ist weiter. Inter Mailand verliert gegen Olympique 2:1. Gesamtsieg gewinnt aber Inter Mailand und ist eine Runde weiter mit 3:2. FC Porto gegen Tottenham Hinspiel. Ja. Hatte ich ja vorher schon gesagt. Gesamtsieg, also ist Tottenham weiter mit 4:2. Und hiermit sind die Viertelfinalpaarung Atletico Madrid gegen Inter Mailand, das schon gespielt hatte, gehen das Hinspiel mit 1:1 aus. Manchester City Hinspiel gegen Tottenham, gewann Tottenham mit 2:0. Danach folgt FC Bayern gegen Manchester United. Juventus Turin gegen FC Liverpool. Tja, und dann wird es richtig spannend. Wer kommt ins Halbfinale, wer ins Finale? Das sehen wir in nächste Phase der UEFA Champions League. Euer Blue Eyes Slayer Dragon sagt erstmal ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt UEFA Champions League Juventus Turin gegen Liverpool, das Hinspiel, und es wird richtig spannend. Lasst euch überraschen, wer wird das große ins Halbfinale kommen. Ist es Liverpool oder Halbfinale ist oder Juventus, das wird man in den beiden Partien sehen. Also, ich bin gespannt, ihr seid gespannt. Also, schreibt mir in den Kommentaren, denn wie fandet ihr das Spiel? Soll noch mehr kommen? Ich bin so gehypt, gebt ein Like auf dieses Video. Also, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Also, haut rein, bis bald und ciao!